Hey Arnulf, hast du toll geschlafen in deinem scheiß Bretterbett da? Erstmal was fressen. Und die Sonne müsste langsam kommen hier in unserem wunderschönen Zuhause hier am anderen Ende der Welt. Und da kann man schön hier hochfahren, hier oben alles abernten, alles holen, weil er ja nichts tragen kann, der arme Arnulf. Arnulf hat nämlich keine Kraft. Und dann kann man das hier wunderschön hier, habe ich so das Lager, ist richtig schön geworden übrigens. Ein paar Stunden habe ich dafür gebraucht. Ja, guten Morgen hier in Valheim. Arnulf, was stehst du denn auf deiner Bretterbude da rum? Ja, ich stehe hier oben auf der Bretterbude rum. Guck mal, da drüben habe ich eine Tanne hingepflanzt. Ich glaube, eine Tanne ist das. So, guck mal von hier oben. Krass, wie das hier aussieht. Jetzt geht die Sonne auf. Es ist noch ein kleines bisschen dunkel, aber ich glaube, man kann doch alles sehen, ne? Guck mal da, da stehen drei Schiffchen, ey. Und das wird heute unser Experiment sein. Ja, wir rennen erstmal hier von der Bude runter. Yeah, bam, Alter. Schön das Knie gestoßen. Ja, Arnulf, bist du denn bescheuert, aus der Höhe runterzuspringen? So, was wir heute machen wollen, ist ein ganz spezielles Experiment. Erstmal die Tür zu machen, es ist ja noch kalt draußen. Yeah. Ja, also ihr wisst ja, wir brauchen auch dafür Bronzesachen. Aber das war mir egal. Wir werden jetzt dieses Schiffchen nehmen. Und wo ist denn hier der... Da ist ja das Paddel. So, wir fahren einfach mal los erstmal, damit das hier was wird. Was ist denn hier mit der Musik los? Oh mein Gott. Arnulf, was ist dann los mit dir? So, es geht schon los. Ich hoffe, dass wir hier einen guten Wind haben. Denn wir wollen mal gucken, was so eine Karfe aushält. Also die sind jetzt nicht beschädigt. Und jetzt würde ich sagen, wir fahren mal richtig los. Jetzt dreht der Wind gerade. Ich glaube, das könnte uns jetzt gerade... Nee. Der Wind versaut uns jetzt das Experiment. Jetzt müssen wir die Anfahrt neu starten. Ich hoffe, der Wind bleibt jetzt erstmal so. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Paddel mal ein bisschen schneller, Arnulf. Ja, ich tue ja schon, was ich kann. Ja, das könnte passen. Also ich will jetzt noch nichts verraten. Aber vielleicht, ich weiß jetzt auch den Titel für diese Episode noch nicht. Aber es kann durchaus sein, dass da schon einiges verraten wird. So, komm. Gib Gas, Alter. Gib Gas, Alter. Wir wollen mal gucken, was deine Karfe so kann, ey. Oh mein Gott, hier, sie ist mit 500 km/h auf dem Wasser unterwegs hier. In den Fluten hier. Oh mein Gott. Kollisionskurs, Kollisionskurs. Wollen wir mal sehen, was so eine Karfe ab kann. Da passiert ja gar nichts. Ich glaube, wir waren einfach noch nicht schnell genug. Ja, probieren wir das nochmal. Nimm mal Fahrt auf, komm. Ich spule mal ein bisschen vor, bis wir wieder da sind, wo wir hinwollen. So, jetzt wollen wir mal gucken hier, was die Karfe so kann. Also, ich weiß, dass die ziemlich schnell werden kann. Nur das Problem ist hier einfach, ich glaube, wir erreichen hier im Vergleich zum Meer nicht die Geschwindigkeit. Kann das sein? Ja, das wollte ich die ganze Zeit schon mal ausprobieren. Aber irgendwie... Oh, die kippt ja um. Tja, und jetzt... Jetzt machen wir am Außenbordmotor den Rückwärtsgang rein. Keine Chance, die sitzt fest. Wir lassen es einfach mal da liegen. Gell, es ist uns egal. Soll doch da liegen bleiben. Moment. Hat er kaum Beschädigung gekriegt. Wir werden jetzt ein zweites Experiment starten. Erstmal wird Arnulf jetzt hier, warte mal. Oh, die Kraft von Eiktür hier. Oh. Ja. Jetzt schwimmen wir mal darüber. Das Geile ist... Wenn man, das ist auch so ein Trick, finde ich. Wenn man die Eikdürr-Kraft hat, dann kann man hier auch wunderbar mal ein bisschen länger schwimmen mit. Zumindest dachte ich das jetzt gerade. Hallo? Es geht ja ganz schön bergab.
kalt, hier geht's ja schon an Bord. Arnulf, sauf uns bloß nicht ab, Arnulf! Fahr mal los! Das Experiment ist noch nicht fertig. Ja, wir haben wie immer schön Gegenwind. Ja, auch hier werden wir das Video mal ein kleines bisschen beschleunigen. Wir wollen ja nicht so viel Zeit verlieren. Ja, für dieses kleine Experiment brauchen wir ein bisschen mehr Wind aus der richtigen Richtung. Ich schneide das einfach mal gerade weg. Und ihr seid wieder mit dabei, sobald der richtige Wind, die richtige Richtung des Windes kommt, würde ich sagen. So, ich habe mich dann jetzt dann doch entschieden, einfach mal hier rauszufahren, weil hier draußen scheint ein bisschen mehr Möglichkeiten zu sein, denn ich habe ja noch was vor. Das Experiment ist ja noch nicht beendet. Und ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, dann klappt das auch. Mensch, ist das Wasser ruhig. Jetzt hat man manchmal Wellen ohne Ende, aber heute hier ist überhaupt nichts los hier. Digga! Hey Arnulf! Vor diesen Felsen! Ja, danke schön, das weiß ich auch. Wir werden genau auf den Felsen zufahren. Ist immer noch zu langsam. Obwohl wir voll Rückenwind haben. Oh mein Gott! Es ist ähnlich spektakulär wie... wie das andere auch. Okay. Ich habe mir eigentlich mehr davon versprochen. Gut. Damit ist dieses Experiment erstmal beendet. Und wir fahren jetzt hier mal gerade ein Stückchen zurück und... Ach, ich lasse die Karte einfach hier draußen liegen. Denn ich habe da was... Ich kann euch das auf der Karte kurz mal zeigen. Während der tolle Arnulf hier noch am Rückwärtspaddeln ist, dann mach doch einfach. Einfach mal hier rückwärts. Obwohl, wir können ja auch zurück in den Hafen fahren. In unseren tollen Hafen hier. Aber das schneide ich gerade mal raus. Und zeige euch vorher, was Sache ist. Einen Moment. So, also hier sehen wir die Karte. Oh Mann, seht ihr das, wie das hier aussieht mittlerweile? Guck mal hier. Hier habe ich übrigens Punkte gesetzt, das Ungeheuer. Außerhalb dieser Linie scheint das Ungeheuer sich nicht so viel aufzuhalten. So. Ah, hier sind wir jetzt gerade zu Hause. Und hier ist unsere Basis. Habe ich dann doch endlich mal das Häuschen hier hingemacht. Hier, die Basis wird leider nicht größer beim Ranzoomen. Ihr wisst ja, hier habe ich den Weg gebaut bis hier rüber. Und hier, da ist noch was falsch beschriftet. Und zwar, ja, hier ist was falsch beschriftet noch. Das ist kein Lager, das ist ein, ja, wie wollen wir es denn mal nennen? Das hat nämlich hier einen Hintergrund. Wir können mit dem Wagen, also mit der so viel laden kann, bis hier rüberfahren. Und dann ziehen wir den hier runter, das ist hier nur ein kleines Stückchen. Und dann werden wir hier eine Karfe haben. Hier habe ich einen Anleger gebaut. Das zeige ich euch dann demnächst mal. Und da kann man schön hier hochfahren. Hier oben alles abernten, alles holen. Weil er ja nichts tragen kann, der arme Arnulf. Arnulf hat nämlich keine Kraft. Und dann kann man das hier wunderschön hier... Habe ich so, das Lager ist richtig schön geworden übrigens. Ein paar Stunden habe ich dafür gebraucht. Hier wollte ich markieren. Anleger. Und... Ja, das kann man mal hier so hinmachen, hier so. B-A-S-I-S. Naja, Basis. Ich würde sagen Zwischenlager. Ne? Zwischenlager. So, aber das werde ich euch bei Gelegenheit mal zeigen. Das ist ziemlich perfekt. Man fährt hier mit dem Wagen erstmal ruckzuck rüber. Wenn man die Kraft von Altüre nimmt, ist man sowieso ganz schnell. Und dann, wenn man hier die hochschippert... Hat man wunderbar hier die Möglichkeit, alles zu holen, was hier ist. Hier oben ist ja noch viel mehr von diesem, vom Dunkelwald. Sofern wir dieses ganze Zeug brauchen. Und hier ist noch eine Hütte, da habe ich ein Sternchen hingemacht. Also ich habe, es ist viel passiert, gell? So, jetzt geht's darum, ich wollte euch noch was anderes zeigen. Eine Kleinigkeit noch, aber die wird Auswirkungen auf die nächste Folge haben. Wir müssen nur erstmal das Boot vielleicht ein bisschen zurückbringen. Das schneide ich gerade mal raus. Hey, Arnulf! Hast du toll geschlafen in deinem scheiß Bretterbett da? Ja, ja, ich habe ganz toll geschlafen in meinem Bretterbett da. Also, Bretterbett da. Mach mal die Tür auf und renn halt einfach gegen die Tür, du Knallkopf. Ach so, Fermentierung kann ich dir noch was zeigen. Oh, Mitmischung, Frostwiderstand ist fertig. Wir rütteln mal am Zapfhahn.
Jetzt kann ich euch ganz kurz mal, das ist jetzt nicht, dass ich zeigen wollte, das ist jetzt mehr spontan. Guck mal, meine Tränkesammlung hier. Frostwiderstand habe ich 10-mal. Bedauerlicherweise könnte unsere Ausrüstung immer noch etwas zu schwach dafür sein, aber dazu komme ich jetzt sofort. Wir rennen hier durchs Portal. Brutal. Wir rennen so durch, dass wir fast auf der anderen Seite wieder durchrauschen. Rausrauschen. Ah ja, das ist so ähnlich wie bei Minecraft. In Minecraft gibt es das ja auch, wenn man da durchs Portal durchrennt, wird man nicht teleportiert. Aber nichts mehr dazu. Jetzt schaut euch mal das hier an. Ja, jetzt ist die Sonne noch nicht aufgegangen. Es ist leider noch nicht so ganz... Wir gucken uns das gleich an. Erstmal habe ich hier schön die Truhe hier vorne weggemacht. Und hier oben so ein bisschen Regal hingebaut. So richtig geil. So geiles Regal. Ist ja auch egal. Egal. Jetzt schaut euch mal mein Reichtum an hier. Das sieht jetzt erstmal nach gar nicht so viel aus. Aber 19 mal Bronze? Alter, das ist schon der Hammer. Und jetzt passt mal auf. Wir gehen an die Schmiede, Alter. Was willst du an der Schmiede, Alter? Ja, pass mal auf, Alter. Wir haben ja hier den Brustpanzer. Guckst du konkret, ist Level 2. Und dann können wir jetzt mit 6 Bronze aufwerten. Wir haben jetzt einen Schutz von 32. Wir werten auf. Boah, guck mal, 6 mal Bronze. Wisst ihr eigentlich, wie viel das ist? Beinschutz. Und Helm. 18 Bronze haben wir jetzt verbraucht. Alter, ich muss bescheuert sein. So, alles wieder anziehen. Achtung, und jetzt kommt Arnulf der Krieger. Vorher 32. Jetzt 38. Wir haben einen Schutz von 38 jetzt. Was ist mit unserem Schwert? Ja, das können wir leider nicht aufwerten. Jetzt könnten wir noch die Spitzhacke. Nee, da sehe ich keinen Sinn drin. Erstmal was fressen. Und die Sonne müsste langsam kommen hier in unserem wunderschönen Zuhause hier am anderen Ende der Welt. Guck mal hier, ich habe hier schön die Werkbank überdacht. Das ist richtig schön durchdacht. Ja, nur hier dieses, das Gerber... Upsi. Das Gerbergestell sieht noch ein bisschen komisch aus. Ja, aber wenn wir jetzt hier alles... ach so, hier... Warte mal. Level 4, ja, maximale Qualität, ja. Ja, Level 5, Werkbank Level 5 fehlt uns ja noch. Das ist, glaube ich, auch das letzte Level. Und das ist leider... Da muss man in die Berge. Das habe ich schon rausgefunden. Aber Leute, bevor ich zu viel erzähle, wir sind jetzt total super getuned, der Arnulf. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge seht ihr, wie wir gegen einen Troll kämpfen und uns von dem Troll auch eine reinhauen lassen. Mit unserer super Ausrüstung. Ich bin mal gespannt, wie gut das wird. Denn normalerweise müssten wir jetzt ziemlich krass gegen diese Leute gewappnet sein. Genau. Und da warten auch noch mehr Sachen auf uns demnächst. Der uralte Samen, den sammle ich wieder. Ich habe, glaube ich, jetzt 2. Und hier haben wir auch immer noch den sumpfigen Schlüssel. Wir müssen in den Sumpf. Bis Donnerstag. Aber am Donnerstag erstmal was anderes. In den Sumpf gehen wir am Donnerstag nicht. Macht's gut.